Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wir sind oft so schnell dabei, alles zu analysieren und haben dann auch diese Meinung, das funktioniert nicht, das ist unmöglich. Gib nicht auf und geh vorwärts. Jesus ist da und er hat eine Lösung auch für dein Problem. Seit über 75 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Erlebnisse mit Gott sind oft etwas, was wir mit unserem Verstand gar nicht erfassen können. Ohne menschliche Logik greift Gott ein, oft in unser Leben, dass wir nur staunen können. Und eine Frau schrieb uns folgende Erlebnisse durch Gottes Eingreifen. Liebe Glaubensfreunde, hiermit möchte ich kurz zur Ehre des Herrn meine Geschichte erzählen. Von Beruf bin ich selbstständige mobile Friseurin. Leider bin auch ich durch Corona durch ein Berufsverbot betroffen. Bei meinem Mann sieht's geschäftlich auch nicht so gut aus. Die Einnahmen fehlen. Ich bin im Gebet vor Gott getreten und bat ihn um Hilfe. Er hat geantwortet. Meine Schwester hat mir einen Betrag von 200 Euro gegeben. Das ist noch nicht alles. Im Briefkasten fanden wir ohne Absender Folgendes vor. Hier kam ein Bild auf WhatsApp mit einer Karte. Da steht drauf: Vertraue darauf, dass ich alle deine Gebete höre und mich in allen Bereichen deines Lebens um dich kümmere. Und das mit einem Betrag von 500 Euro. Mein Mann und ich falteten unsere Hände und haben Gott gedankt. In derselben Woche kam eine Glaubensschwester mit ihrem Mann und stellten uns einen kleinen Geschenkkorb mit Umschlag von 200 Euro vor die Türe. Gott hat uns so reich beschenkt. Wir danken ihm von ganzem Herzen, dass er unser Versorger ist. Wir wissen noch nicht, wie es weitergehen wird, aber wir wissen, dass unser Herr mit uns ist. Er hat uns noch nie verlassen. Das sind Ideen Gottes. Und auch für dein Leben hat Gott Ideen. Glaubst du das? In jedem Bereich unseres Lebens können wir Gottes Hilfe erfahren. Und das taten auch die Menschen, als Jesus noch auf dieser Erde war. Sein ganzes Wirken war auf die Hilfe von Menschen ausgerichtet. Nachdem Jesus in der Wüste versucht wurde, ging er vollgetankt mit der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa und begann dort seinen Heilungsdienst. Und stellen wir uns diese Situation vor. Da kommt einer, der ist ganz anders. Er hilft den Menschen, er hilft ihnen aus ihren Nöten, er hat Erbarmen mit ihnen, er nimmt Anteil an ihnen, er ist anders. Anders als die Pharisäer und Schriftgelehrten, denen nur wichtig war, dass das Gesetz eingehalten wurde. Aber wie es den Menschen ging, das wollten sie nicht wissen. Jesus hilft allen, die verzweifelt sind, die nicht ein noch aus wissen, und er tut es mit Vollmacht. Kranke werden gesund und Besessene werden frei. Er hat ein Herz für alle. Er kümmert sich und er sorgt sich. Und genau das macht er heute noch. Er kennt deine Situation und er weiß um dich. Lesen wir in Lukas 4, Vers 36 und 37. Und Entsetzen kam über alle
und sie redeten untereinander und sprachen: Was ist dies für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern, und sie fahren aus. Und die Kunde von ihm ging aus in jeden Ort der Umgegend. Das war so neu, dass die Menschen es gar nicht glauben konnten. Und vielleicht ist es auch für dich neu, was Jesus zu tun vermag. Vielleicht hast du heute zum ersten Mal davon gehört, dass Jesus in dein Leben eingreifen kann, dass er deine Probleme und Sorgen lösen kann. Seine Macht zeigt sich am stärksten da, wo Menschen nicht mehr weiter wissen. Da, wo menschliche Hilfe nichts mehr vermag, in außergewöhnlichen Situationen. Vielleicht hast du noch gar keine Erfahrung gemacht damit. Lass dich darauf ein, so wie es diese Menschen auch gemacht haben und dann so erstaunt waren. Sie ließen ihn nicht mehr los, sie liefen ihm hinterher. Da war einer, der ihnen geholfen hat. Und er hilft auch heute noch, er hilft auch dir in deiner Situation, in deinen Nöten. Er begegnet jeder Existenzangst, wenn du dich an ihn wendest. Er begegnet deinen inneren Nöten, deiner Krankheit, Mutlosigkeit, Kraftlosigkeit, deinen Ängsten und Sorgen. Wenn du zugibst, dass du es selber nicht schaffst. Wir wollen meistens immer alles selber machen. Eigene Anstrengungen, bis wir merken, dass es uns doch nicht gelingt. Sei dir gewiss, er sorgt für dich in jeder Lage. Gib alle deine Sorgen ab an Jesus. Wenn wir alle unsere Sorgen abgeben, dann demütigen wir uns vor ihm. So lesen wir das in 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Vertraue ihm von ganzem Herzen, gerade auch in dieser Zeit. Erwarte Gottes Eingreifen in deiner Situation. Gib nicht auf. Er ist immer noch der Gleiche und dir näher als den Menschen damals. Denn er wohnt in dir durch seinen Heiligen Geist. Du kannst Gemeinschaft mit ihm haben. Er hat den Heiligen Geist gesandt, damit wir Verbindung zu ihm haben können. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters, aber der Heilige Geist ist in dir und die Verbindung zum Himmel. Deshalb ist Kommunikation möglich. Du kannst mit ihm reden, wie zu einem guten Freund. So wie es die Menschen damals auch gemacht haben, als er noch auf dieser Erde war. Kurze Zeit nach dieser Begebenheit, in der Jesus seine Macht demonstrierte, war er am See Genezareth. Die Volksmenge drängte sich um ihn herum. Jeder wollte ihn hören. Lukas 5, Vers 1 bis 3. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Man kann sich das Bild sehr gut vorstellen, wie sie da am Ufer saßen und ihre Netze reinigten. Das waren Fischer. Sie saßen einfach da am Ufer und machten ihre Arbeit. Und natürlich hatte es dort auch Schiffe
Und ich habe euch da so ein Schiff mitgebracht. Es waren solche Schiffe, wie wir es hier sehen. So ein Schiff wurde 1986 gefunden im See Genezareth, als der Wasserstand sehr, sehr niedrig war. Und da waren zwei Brüder damals, die haben dieses Schiff gefunden. Und diese zwei Brüder haben uns dieses Schiff nachgebaut. Und mit solch einem Schiff waren die Jünger unterwegs damals. Und da saßen sie dort am Ufer und reinigten ihre Netze. Und da heißt es im Vers 3, er aber stieg in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Er sprach von dort aus zu vielen Menschen, die sich dort versammelt hatten. Und als er fertig war, sagte er zu Simon, Lukas 5, 4 und 5. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Ist es dir auch schon so gegangen wie diesen Fischern? Du mühst dich ab und mühst dich ab und nichts geht. Ist es auch Nacht um dich herum? In deiner derzeitigen Situation? Bist du entmutigt, so wie diese Fischer, die nichts gefangen hatten, die ganze Nacht? Auch du steckst in deinem Alltag und es ist immer dasselbe. Bist verzweifelt, weil nichts vorwärts geht. Schwierigkeiten überall. Diese Fischer hatten kein Einkommen, weil sie nichts gefangen hatten. Sie standen mit leeren Händen da. Und vielleicht stehst auch du derzeit mit leeren Händen da. Hast kein Geld mehr. Der Feind hat dir deine Gesundheit geraubt. Deine Familie ist zerstört. Doch da ist einer, der sich dir zuwendet und sagt, mach weiter, gib nicht auf. Sage nicht wie Simon, wir haben es doch versucht, uns abgemüht, aber es hat nichts gebracht. Diese Fischer waren resigniert. Und manchmal sind auch wir an einem Punkt, wo wir entmutigt sind. Einfach resigniert. Doch Simon war so angetan von Jesus, dass er schließlich sagte, auf dein Wort tue ich es. Das ist eine großartige Aussage. Da ist ein Umdenken von mein Verstand sagt, geht nicht, zu ich vertraue dem, was du sagst, Jesus. Tue das, was Jesus sagt. Was in seinem Wort geschrieben steht oder was er dir persönlich sagt. Auch wenn es total unlogisch erscheint. Durch seine Erfahrung weiß Simon, es ist total unmöglich, am Tag zu fischen. Was soll man da fangen? Simon ist Fischer und kennt sich aus in der Materie. Sieht auch deine Situation unmöglich aus? Und du sagst vielleicht, das ist gegen allen Verstand und Erfahrungen, gegen jede Logik. Das ist gegen alles, was ich bisher gehört und erfahren habe. Wir sind oft so schnell dabei, alles zu analysieren und haben dann auch diese Meinung, das funktioniert nicht, das ist unmöglich. Tue das, was Jesus sagt.
auf sein Wort hin, tue es. Gib nicht auf und geh vorwärts. Jesus ist da und er hat eine Lösung auch für dein Problem. Lukas 5, Vers 6 und 7. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Schiff, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken drohten. Was für ein Segen! Das, was unmöglich schien, war zu einem überdimensionalen Segen geworden für Simon und seine Mitarbeiter. So sehr, dass es die Netze sprengte. Um diese Tageszeit konnte man eigentlich keine Fische fangen. Es war wirklich ein Wunder, dass diese Netze so voll waren, dass so viele Fische gefangen wurden. Auf sein Wort hin. Wie wunderbar. Wenn wir uns nach Gottes Wort richten, sagen Menschen auch oft zu uns, das funktioniert doch nicht. Was du tust, ist völlig unsinnig. Was du glaubst, ist völlig unsinnig. Lass dich nicht beirren. Gott greift ein ohne jede Logik. Gott sieht das anders. Es funktioniert immer, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, auf Jesus und nach seinem Wort handeln. Es erwartet uns gewaltiger Segen und seine Hilfe. Lukas 5, Vers 9 und 10. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Entsetzen packte sie alle miteinander über das, was sie da gerade erlebten. Über diesen überdimensionalen Segen. Etwas, das eigentlich gar nicht sein kann. Das war so außergewöhnlich. Sie konnten es fast nicht glauben und waren entsetzt, wie so etwas geschehen konnte. Es war ein positives Entsetzen. Ein Staunen, wo einem der Mund offen stehen bleibt und man keine Worte mehr hat. Wie kann das sein? Wunder, ein Wunder. Sie wussten in ihrem Herzen, das ist es, was wir brauchen, und sie öffneten ihr Herz für Jesus. Öffne auch du heute dein Herz für Jesus. Wenn du diesen Schritt machst, zu glauben, dann kommt er dir zwei Schritte entgegen. Öffne dein Herz für Jesus und du wirst Wunder erleben. Und weiter im Vers 10. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Das alles geschah draußen auf dem See, auf dem unsicheren See, nicht auf dem Land, wo man festen Boden unter den Füßen hat. Da, wo es unsicher ist in deinem Leben, da ist Jesus und hat die Lösung. Jesus sah das Entsetzen von Simon und die Angst, die ihn beschlich, und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht. Auch wenn in deinem Leben Dinge geschehen, die du nicht verstehst, wenn du Angst hast, es nicht mehr zu schaffen oder Angst vor der Zukunft, fürchte dich nicht. Jesus hat auch einen Weg für dich.
Da, wo es unmöglich aussieht, hat Jesus einen Segen für dich. Die Fischer waren entsetzt über das Wunder, das sie gerade gesehen hatten. Und das ist das, was ich heute jedem wünsche. Ein positives Entsetzen, was Jesus zu tun vermag in deinem Leben. Das ist mehr als Staunen. Das ist tief ergriffen von dem, was Gott tut. Das, was er in deinem Leben tun kann. Für Simon hatte er einen neuen Auftrag bzw. eine neue Berufung. Er sollte nicht mehr Fischer sein, sondern Jesus dienen und damit Menschen ins Reich Gottes rufen. Und Jesus hat auch einen Auftrag für dich. Du musst nicht Haus und Familie verlassen, sondern das tun, was Jesus in dich hineingelegt hat. Den Auftrag ausführen, den er ganz speziell für dich hat. Und es bewegt mich immer, wenn ich lese, und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Das war damals wirklich ein gewaltiger Schritt, alle Sicherheit verlassen und einem Fremden einfach zu folgen. Sie kannten ihn ja überhaupt noch nicht. Sie hatte nur dieses Wunder erlebt. Das war nämlich ganz am Anfang seines Dienstes, sozusagen als er zum ersten Mal nach Galiläa kam. Und heute müssen wir nicht Haus, Familie oder Beruf hinter uns lassen, sondern unsere Vergangenheit. Alles, was uns hindert, Jesus nachzufolgen. Auf sein Wort hin, tue es. Richte deinen Blick aus auf Jesus. Lass alles hinter dir, was dich behindert, in eine Beziehung zu Jesus zu treten. Alles, was dich abhält, leg es weg und lass es hinter dir. Er schenkt dir Vergebung. Oftmals hindert uns unsere Vergangenheit, unser Herz für Jesus zu öffnen. Wir denken, wir sind schlecht, haben vielleicht Dinge getan, die wir nicht sollten, oder können denen nicht vergeben, die uns verletzt haben. Wenn die Schuld der Vergangenheit beseitigt ist, kannst du auch vergeben. Vergebung ist ein zentrales Thema in der Bibel und immens wichtig für uns. Ohne Vergebung haben wir kein ewiges Leben. Wenn wir vergeben haben, wird es einem leicht ums Herz und Gottes Friede zieht ein. So berichten es viele Menschen, die es erfahren haben. Wenn dich deine Vergangenheit einholen will, höre auf, negativ zu denken oder negativ zu sprechen über dein Leben. Du bereitest damit ein negatives geistliches Umfeld um dich herum und das zieht dich herunter. Achte einmal darauf, wenn du dir negative Gedanken machst über deine Sorgen, Vergangenheit oder auch Zukunft, wie dunkel deine Gedanken werden. Und dann im Gegensatz, freue dich über das, was Gott geschaffen hat und was er schon Gutes getan hat in deinem Leben. Schau, was diese Freude auslöst in deinem Herzen. Und das ist ein großer Unterschied, wie wir unser Leben gestalten. Und es ist deine Entscheidung. Entscheide dich, das Gute zu sehen, was in deinem Leben passiert. Und alle deine Sorgen lade bei Jesus ab. Und Jesus ist gekommen, um dir zu helfen. Er lässt dich nicht in deinen Ängsten sitzen. Er hilft dir heraus aus deiner Not, aus deinen Ängsten, aus deinen Bedrückungen.
Lass dich auf Jesus ein, so wie diese Fischer es auch taten. Und er ist für uns kein Fremder, wie für diese Fischer damals. Sie kannten ihn noch nicht, aber wir kennen ihn. Folge ihm nach, ohne Wenn und Aber. Lass deine Vergangenheit hinter dir und entscheide dich, dem nachzufolgen, der Gewaltiges in deinem Leben tun kann. Amen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.